hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Die Arcturianische Gruppe, 30. Oktober 2022. Gechannelt durch Marilyn Raffaeli, übersetzt von Yvonne Moore. Willkommen, ihr Lieben. Erneut möchten wir euch wissen lassen, dass alles nach Plan verläuft. Wir wiederholen dies oft, denn angesichts so vieler globaler und persönlicher Themen und Probleme, die nun zur Oberfläche emportauchen, zweifeln viele daran. Auch weiterhin tauchen auf allen Ebenen Taschen oder Blasen mit alten, aber aktiven Energien auf, um gesehen und bereinigt zu werden. Viele Dinge, von denen ihr dachtet, sie würden so bleiben, wie sie immer waren, verändern nun ihre Form oder lösen sich sogar auf. Das liegt daran, dass sich das Bewusstsein, auf dem jede Form sich manifestiert, infolge der spirituellen Evolution verändert. Die Erde war nie dazu bestimmt, in ihren gegenwärtigen dichten und hypnotisierenden Zustand zu versinken. Die Seelen wählten das Erfahren der Trennung, verloren sich dann aber in deren scheinbarer Wirklichkeit und ließen zu, dass sie zu ihrem Bewusstseinszustand wurde, was sie zugänglich für Manipulationen machte. Das Experiment der Trennung war nie dafür vorherbestimmt, sich zu dem verdichteten dreidimensionalen Glaubenssystem zu entwickeln, zu dem es wurde. Denkt immer daran, dass ihr keine physischen Körper mit einem Bewusstsein seid, sondern dass ihr Bewusstsein mit einem materiellen Körper seid, den ihr selbst für diese spezielle Lebenszeit gewählt habt. Diejenigen, die mit einem weniger perfekten physischen Körper geboren wurden oder einen solchen irgendwann erworben haben, waren sich dessen bewusst und wählten vor der Inkarnation die Erfahrung, diesen Körper zu haben, ob für ihr eigenes Lernen oder das ihrer Eltern oder anderer. Jene, die vollständig im Trennungsbewusstsein leben, halten ihre Lebenserfahrungen gewöhnlich für zufällige Ausdrücke von Dualität und Trennung. Sehr wenig ist jedoch zufällig, wenn ein Mensch aus einem Bewusstseinszustand heraus zu leben beginnt, der mehr und mehr mit seinem höheren Selbst übereinstimmt. Das höhere Selbst beginnt dann, die für geistig-spirituelles Wachstum und Klärung notwendigen Erfahrungen bereitzustellen. Übt, alle eure Lebenserfahrungen in der Erkenntnis zu betrachten, dass ihr selbst mit Hilfe eurer geistigen Führer, eure Eltern, euer Geschlecht, die benötigten Erfahrungen und benötigte Familiendynamik gewählt habt, bevor ihr inkarniert seid. Eine Seele wählt oft, in eine Familie zu inkarnieren, die ihr die Möglichkeit bietet, alte Energien zu erfahren und zu reaktivieren, die sie in vielen früheren Leben mit sich herumgetragen und darunter gelitten hat, die sie aber jetzt endgültig klären möchte. Dies ist oft der Fall bei Familiendynamiken, die durch Missbrauch, starre religiöse Überzeugungen oder Traditionen sowie Alkohol- oder Drogenabhängigkeit geprägt sind. Seid euch bewusst, dass in jeder Situation mehr vor sich geht, als der äußere Anschein vermuten lässt. Körperliche Schmerzen deuten immer auf dichte Energien hin, die noch aktiv sind. Es kann so etwas Gewöhnliches sein wie die Energie des Glaubens an Alter und Verfall oder einfach die Erinnerung und der Ausdruck einer Verletzung oder Krankheit aus einem früheren Leben. Sprecht in euren stillen Momenten eure Absicht aus, alle alten Energien, die mit dem jeweiligen Problem verbunden sind, sanft und leicht zu klären, damit sich die bereits vorhandene Wirklichkeit manifestieren kann. Das Auftauchen alter Energien bringt Menschen oft dazu,
Erleichterung durch dreidimensionale Lösungen zu suchen. Seid euch bewusst, dass solche Lösungen immer nur vorübergehend sein werden, weil sie nur die Äste des Illusionsbaums abschneiden und die Wurzel intakt lassen. Solange die Wurzel, der zugrunde liegende Glaube, nicht entfernt ist, wird sich das Problem in irgendeiner Form weiter manifestieren. Ihr seid bereit und dafür gerüstet, die Wurzeln zu entfernen. Geht tiefer nach innen, bittet um Führung und erklärt eure Absicht, alle verbleibenden Schwüre, Versprechen, Gelübde und jede verbleibende Energie aus vergangenen persönlichen karmischen Handlungen vollständig zu klären. Große Ansammlungen von alten Energien, wenn ihr zum Beispiel viele Leben im gleichen Glaubenssystem oder gar immer in einer bestimmten Religion gelebt habt, lösen sich oft schrittweise auf und brauchen länger. Seid darum nicht entmutigt oder denkt, ihr hättet versagt, wenn ihr feststellt, dass bestimmte Themen erneut auftauchen, nachdem ihr dachtet, ihr hättet sie hinter euch gelassen. Lasst euch durch die Klärungserfahrungen nicht entmutigen oder deprimieren, denn sie sind ein Zeichen für spirituelle Entwicklung und für den Übergang in einen neuen Bewusstseinszustand. Lernt, über die absurden Situationen zu lachen, die Klärungserfahrungen oft in Umstände einbringen, die bisher vielleicht immer als bequemer und vertrauter Lebensstil galten. Seht sie als positiv und nicht als negativ an, auch wenn sie körperlich, emotional, geistig oder sogar seelisch unangenehm sind. Denkt immer daran, dass ihr euch freiwillig für diese Zeit auf die Erde begeben habt, wohl wissend, was dies höchstwahrscheinlich mit sich bringen wird. Vertraut darauf, dass ihr genau dort seid, wo ihr sein müsst, um das zu erleben, was ihr erleben müsst, ungeachtet dessen, wie die Dinge in einer dreidimensionalen Welt erscheinen mögen. Die Erde ist ein spirituelles Universum, das nur von Söhnen und Töchtern Gottes bevölkert ist, und der Glaube, dass es irgendwie anders sei, ist lediglich die Illusion eines materiellen Verstandes. Ihr seid gekommen, um das Licht, die Liebe und die Energie zu sein, die notwendig sind, um ein kollektives Bewusstsein zu transformieren und zu erheben, das zwar in den Illusionen von Dualität, Trennung und zweierlei Mächten feststeckt, aber bewusst und unbewusst verzweifelt nach einem Ausweg sucht. Alle Seelen auf allen Bewusstseinsebenen streben danach, die Wirklichkeit ihres Seins zu erkennen und zu erfahren, auch wenn die meisten dies noch nicht wissen. Selbstvergebung ist eine kraftvolle, machtvolle Facette der Liebe und muss als Teil des Klärungsprozesses in denselben integriert werden. Wenn in der Vergangenheit stattgefundene Handlungen mit neuen und erleuchteten Augen angeschaut werden, kann dies Schuldgefühle und Selbstverachtung hervorrufen, was oft auch geschieht. Erkennt, dass jeder Mensch immer nur in der Lage ist, gemäß seines bisher erreichten Bewusstseinsstatus zu leben und zu handeln. Vergebt und liebt euch selbst in der Erkenntnis, dass die Worte oder Handlungen, die ihr in eurem früheren Bewusstseinszustand gesprochen oder vorgenommen habt, das Beste waren, was ihr zu dieser Zeit tun konntet. Übt Wiedergutmachung, wenn ihr dazu angeleitet werdet, aber verharrt nicht in Bedauern und Schuldgefühlen, denn das sind negative Emotionen, die eine Trennung von eurem wahren Selbst reflektieren. Jeder negativen Handlung in der Welt liegt der Glaube an die Trennung zugrunde. Wenn der Mensch oder die Menschen, die ihr in irgendeiner Weise verletzt zu haben glaubt, bereits auf der anderen Seite sind, könnt ihr immer noch mit ihnen sprechen und ihnen Liebe und Licht senden. Wenn sie noch verkörpert sind, könnt ihr sie um Vergebung bitten oder mit ihnen über das Geschehene sprechen, aber wenn sie nicht empfänglich sind, geht einfach weiter
und tut euer Werk still und insgeheim. Wenn ihr übermäßig viel Zeit auf ein altes Ereignis verwendet, das wahrscheinlich dazu gedacht war, beide zu lehren, fügt ihr der Illusion lediglich Energie hinzu. Liebe ist der Schlüssel zu allen Dingen, denn die Liebe, die Verwirklichung des einen göttlichen Bewusstseins Gott, das sich als die vielen ausdrückt, ist die einzige Wirklichkeit. Punkt. Liebe ist keine Handlung, sie ist ein Bewusstseinszustand, der sich als Handlung manifestiert, der aber das eigene Selbst dazu einbeziehen muss, denn wie könnte ein Selbst außerhalb des einen existieren? Hört auf, euch nach dreidimensionalen Konzepten in Bezug auf Akzeptanz, Wert und Nutzen zu beurteilen. Ihr müsst anfangen, euch selbst in das eine einzubeziehen, oder ihr verbleibt in der alten Energie der Trennungsüberzeugungen. Jeder einzelne Mensch hat Fehler gemacht und Dinge getan, die andere verletzt haben. Aber so funktioniert die evolutionäre Reise, und ihr habt euch von dem auf Illusionen basierenden Bewusstseinszustand, den ihr einst hattet, weiterentwickelt. Zu lernen, euch selbst als selbst zu sehen, ist eine Priorität. Denn wenn ihr euch weigert, euren Platz im Einen anzunehmen, werdet ihr nicht in der Lage sein, dies für irgendeine andere der Ausdrucksformen Gottes zu tun. Erkennt, anerkennt und seid inkarnierte Liebe, denn nichts anderes existiert. Wir sind die arcturianische Gruppe. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.